could be us. So back to what I was saying. Could be us. Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, in diesem Video zeige ich euch mal einen überkrassen Glitch, wie ihr euer Flugzeug so halb unsichtbar machen könnt, beziehungsweise so fast komplett unsichtbar, eben so wie ihr auch schon im Hintergrund seht. Dieser Glitch ist mega, mega easy, solo, dauert auch nur ein paar Sekunden, also guckt euch das Video bis zum Ende an. Ihr benötigt für den ganzen Glitch nur einen Hangar. In dem Hangar braucht ihr ein Flugzeug in eurem Hauptlager und eins in dem Lager, wo eben die Flugzeuge hinkommen, wenn euer Lager eben oder euer Hauptplatz eben voll ist. Mehr benötigt ihr nicht für diesen Glitch. Und ohne jetzt hier lang drum herum zu labern, würde ich auch schon sagen, starten wir direkt in das eigentliche Video rein. Also, let's go! Ihr begebt euch jetzt zuallererst mal in irgendeine x-beliebige Online-Lobby. In der Online-Lobby angekommen, begebt ihr euch erstmal in euer Hangar. Wie schon vorhin gesagt, in eurem Hangar muss jetzt in diesem Hauptlager, wo ihr eben die Flugzeuge seht, irgendein Flugzeug drin sein, was ihr jetzt nun so unsichtbar machen wollt. Jetzt begebt ihr euch nun ganz hinten ungefähr an eurem Hangar an diesem blauen Punkt, an das Terminal, wo ihr eben alles verwalten könnt. Dort drückt ihr Steuerkreuz nach rechts. Jetzt geht ihr einmal unten auf das Lager. Dort muss jetzt irgendein x-beliebiges Flugzeug drin sein. Das Flugzeug, mit dem, also ihr drückt jetzt auf irgendeinem Flugzeug eben X drauf. Jetzt geht ihr mit eurem Cursor, beziehungsweise dem blauen Punkt, auf irgendeinem Flugzeug, was ihr eben unsichtbar machen wollt. Ihr geht jetzt einfach nur mit eurem Cursor drauf, drückt jetzt erstmal nix. Jetzt drückt ihr einmal Option, geht einmal zu Online, geht einmal runter zu Criminal Enterprise Starter Pack, drückt dort einmal nun X. Seid ihr dann da drin, drückt jetzt einmal Dreieck, danach zweimal Kreis. Das ganz entspannt, ihr habt ihr wirklich keine Hektik. Und jetzt werdet ihr auch schon sehen, eure Flugzeuge bzw. Flugzeug ist jetzt nun so halb unsichtbar. Kommt eben drauf an, welches Flugzeug ihr ausgewählt habt und wie viele. Ihr könnt jetzt natürlich auch noch das Flugzeug nehmen, reinsetzen und euch so rausfliegen. Leider seid ihr jetzt also nicht im God-Mode. Die Leute können auch nicht durch euch durchschießen. Also wenn die euch anschießen, geht ihr eben kaputt, sterbt eben. Aber ist halt einfach cool, weiß ich nicht. Ihr seid eben so halb unsichtbar. So, Freunde, dann würde ich jetzt auch schon sagen, das war's mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like und ein Abo freuen. Um nichts mehr zu verpassen, Glocke aktivieren und auch lieben gerne auf unseren Discord-Community-Server kommen. Link ist natürlich in der Videobeschreibung unten verlinkt. Wenn ihr in zukünftigen Livestreams von uns Autos geschenkt bekommen möchtet oder einfach nur mitzocken wollt, müsst ihr natürlich auch in unsere GTA 5 Crew reinkommen. Schickt einfach eine Anfrage, euer Profil muss natürlich auf öffentlich sein. Dann werden wir euch annehmen. Ich gucke gefühlt jeden Tag nach Crew-Einladungen bzw. Anfragen. Deshalb einfach Anfragen schicken und auf unseren Discord-Server kommen. Und ohne jetzt hier lange rumzulabern, würde ich auch schon sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bleibt gesund, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.